Da wollen wir miteinander beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Sonntag, für einen neuen Tag, den du gemacht hast. Danke, Herr, dass du uns so ein wunderbares Beispiel gesetzt hast. Du bist von den Toten auferstanden am Sonntag. Du hast den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, hast du das Wort offenbart, während Stunden auf diesem Weg hast du ihnen gezeigt, im Wort, wo du zu finden bist. Alles, was sich auf dich bezieht, hast du ihnen erklärt. Und dann am Abend bist du allen erschienen und sie haben das Abendmahl genommen miteinander. So hast du ein wunderbares Beispiel gesetzt, wie es zu und her gehen sollen am Sonntag bei uns. Ja, wir danken dir. Wir danken jetzt hier für das Wort, dass du, Heiliger Geist, wirklich unsere Herzen erleuchtest, unseren Verstand erleuchtest und dass wir gute Zuhörer sind. Danke, dass du das Wort salbst im Namen Jesus. Amen. Also, wir haben vor einer Woche haben wir begonnen mit dem Thema von der Entrückung. Wer hat die Botschaft gehört? Die meisten haben die Botschaft gehört. Das ist gut, weil wenn sie du nicht gehört hast, wäre es natürlich sinnvoll, du würdest es nachholen. Weil es ist die Grundlage von dem, was ich heute sage. Ich werde allerdings schon ein bisschen Rücksicht nehmen und noch einmal ein bisschen repetieren. Ja, hat es euch viel Freude und Frieden gebracht? Schon? Ja. Ich bin selber absolut begeistert. Ich habe vor einigen Jahren das letzte Mal über das Thema gelehrt. Und es ist viel mehr drin jetzt als vor 5, 6 Jahren das letzte Mal. Das ist kein Vergleich. Weil der Herr schenkt einem fortlaufende Offenbarung. Und es scheint so, wie er dieser Generation, die jetzt lebt, ganz speziell dieses Thema offenbart. Weshalb? Weil wir die Generation sind. Weil wir die Generation sind. Vielleicht einige nicht mehr so ganz, aber ja. Wir können es erwarten jeden Tag. Amen. Wir haben letzten Sonntag einen ganz klaren Unterschied gemacht. Die Bibel macht diesen Unterschied, nicht ich. Zwischen Wiederkunft des Herrn und Entrückung. Weil das ist nicht dasselbe. Die Wiederkunft des Herrn, die vor allem in Matthäus 24, das ganze Kapitel ist, er spricht eigentlich über den Zeitpunkt der Wiederkunft. Das ist nach der Trübsalzeit, wenn Jesus wirklich mit uns dann zurückkommt auf diese Erde und seinen Fuß wirklich auf die Erde setzt und hier wieder herumgeht. Weil die Entrückung, wir treffen ihn in der Luft, er stellt seinen Fuß nicht auf die Erde, bei der Entrückung. Er entreißt die Gemeinde gerade noch, bevor es richtig losgeht hier, im Negativen. Bevor dieser Antichrist sich offenbart, bevor die Trübsalzeit kommt. Ich habe auch letzten Sonntag, und darum ist es so wichtig, dass ihr diese Botschaft hört, damit alle Angst geht, alle Angst irgendwie. Ihr werdet entrückt, weil ihr an Jesus glaubt. Man muss sich nicht noch mehr qualifizieren, als dass man an Jesus glaubt. Das ist das Einzige. Es ist kein Werk. Du musst nicht speziell treu sein und so. Ich meine, wir schätzen jeden, der treu ist und der Herr auch, weil die Arbeiter sind wenige, heißt es im Wort. Ich meine, jeder, der treu ist, wir werden Belohnungen bekommen im Himmel. Aber es ist nicht eine Qualifikation für die Entrückung. Die Gläubigen werden entrückt, aber nur die Gläubigen, nicht die, nicht an Jesus glauben. Die werden nicht entrückt, die bleiben hier. An Jesus glauben ist das einzige Ticket in den Himmel und für die Entrückung. Aber eben, es ging darum, euch wirklich alle Angst zu nehmen, bin ich dabei, bin ich nicht dabei. Und vor allem, es gibt tatsächlich so gut gläubige Christen, hingegebene Christen, die nicht sicher sind, ob sie doch noch einen Teil von der Trübsalzeit hier verbringen müssen. Das ist ein Thema unter den Gemeinden. Aber
eines ist das Wichtigste, dass du nur dem Wort glaubst. Und dass du richtig glaubst, dass du richtig unterscheidest. Wir zeigen dir, was sich nicht auf uns bezieht, nämlich das Kapitel 24, Matthäus bezieht sich nicht auf die Gemeinde. Es könnte sonst wirklich ein Problem werden, weil dort heißt es dann, ja, eben, flieh in die Berge und verstecke dich und es wird grausam und es wird wie bei Noah und all diese Dinge macht Angst, okay? Aber nein, unser Herr nimmt die Gemeinde noch vorher weg. An vielen Bibelstellen habe ich euch das gezeigt, dass Gott uns vor dem Zorngericht entflieht, dass wir dem Zorngericht Gottes entkommen. Weil das, was in der Offenbarung steht, diese schrecklichen Kapitel, das wird über die Erde kommen, aber nicht mit uns zusammen. Wir werden im Himmel feiern, 7 Jahre lang, das Hochzeitsmahl des Lammes. Wir sind die Braut, eigentlich sind wir schon die Frau. Wir sind eigentlich schon nicht mehr die Braut, wir sind eigentlich schon seine Frau eigentlich. Aber das ein anderes Mal. Wir sind auf jeden Fall nicht Jungfrauen. Matthäus 25, das haben wir einige Male euch erklärt. Das bezieht sich auch auf Israel. Muss man unterscheiden. Das Neue Testament beginnt eigentlich bei der Kreuzigung. Lass dich nicht täuschen, wenn du das Neue Testament liest. Nur weil steht Neues Testament. Ein Testament darf man erst öffnen, wenn der Testator stirbt. Jesus ist gestorben, nachher öffnet man. Durch sein Blut kommt das Neue in Kraft. Und das geschieht erst am Kreuz. Also wenn du liest, alles was vor dem Kreuz ist, tönt ab und zu ganz anders, weil Jesus zu den Juden spricht, weil Jesus zu den Pharisäern spricht, weil Jesus auch zu ungläubigen Menschen spricht. Also man muss Bibel unterscheiden. Aber eine Stelle lese ich, von letztes Mal, das haben wir da nicht drauf, aber ich lese sie. Das ist, was Jesus dann, bevor er ans Kreuz geht, erklärt er den Jüngern viele Dinge bezüglich der Gemeinde. Weil Gemeinde, das ist ein Wort, das sie haben keine Ahnung, dass jetzt 2000 Jahre kommen. Sie haben keinen blassen Dunst, und Jesus konnte ihnen das nicht erklären, dass jetzt eigentlich das Dealen mit dem Volk Israel Gott im Moment auf die Seite legt, dass Israel nicht mehr hundertprozentig im Fokus ist. Wir sehen das nächstes Mal. Das kommt aus der Prophetie von Daniel. Zu dem Zeitpunkt, wo er so verworfen wurde, von den Juden hat er gesagt, okay, ich gehe zu den allen Nationen. Und das Gemeindezeitalter von 2000 Jahren wurde da hineingeschoben. Die Jünger hatten keinen blassen Dunst. Die meinten, jetzt ist Jesus da, jetzt wird das Friedensreich aufgebaut. Oder? Hosanna, Hosanna. Sie haben nicht verstanden, als er doch starb am Kreuz. Sie waren so entmutigt, sie haben es nicht verstanden. Ich kann dir eins sagen, ohne den Heiligen Geist werden wir auch wenig verstehen. Sie waren noch nicht wiedergeboren, sie waren noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Jesus konnte zu ihnen das nicht sagen. Er konnte ihnen das nicht alles erklären. Aber gerade in derselben Nacht vorher, vor dem Kreuz, begann er über den Heiligen Geist zu lehren. Der Beistand, der kommen würde. Und die Liebe und ihr seid, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und all diese wunderbaren Kapitel. Und dann sagt er eben auch im Kapitel 14, ich lese es von der Bibel, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Vertrauet auf Gott, vertrauet auf mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder
und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist eine absolute Entrückung gemeint damit. Ob sie es verstanden haben oder nicht, weiß ich nicht, aber das ist etwas Wunderschönes, was der Herr zu uns sagt. Und ich habe euch gesagt, was letzten Sonntag noch in meinem Badzimmer passiert ist, wie oft der Herr mit mir im Badzimmer dann noch spricht. Dieses Wort habe ich noch nie irgendwie von jemand in dem Sinn ausgelegt gehört. Wir sprechen viel über Psalm 91 in diesem Jahr, dem Schutzpsalm. Und da gibt es den Vers 15. Und dort heißt: Ich will dich herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will dich herausreißen und zu Ehren bringen. Und wenn wir bedenken, dass Gott uns vor dem Zorngericht vorher noch wegnimmt, die Entrückung ist tatsächlich ein Herausreißen, weil es wird in einem Augenblick sein. Zack, Augenblick, blinzle mal, so schnell werden wir verwandelt, in einem Augenblick. Er ist wirklich pluck out, herausreißen, entwurzeln, wie eine Art weg. Ja, so schnell geht's. Wir sprechen von aufgenommen werden. Jesus hat es demonstriert bei der Himmelfahrt. Er wurde einfach aufgenommen. Das ist die Entrückung. Genauso wie er gegangen ist, werden auch wir gehen. Halleluja. Auffahren mit ihm. Himmelfahrt mit ihm. Himmlischer Express. Ja, genau. Und ohne Anstrengung. Ohne Anstrengung. Einfach aufgenommen werden. Einfach hinauffahren. Das wird ein Jubel sein. Neulich fragte jemand, habe ich auf einer Botschaft gehört, hey Pastor, also glaubst du, dass wir wirklich vorher entrückt werden und so? Ich sagte, ja, natürlich werden wir. Ja, aber das und so. Und es war ein gläubiger Mann, hin und her diskutiert. Er hat gesagt, hör auf zu diskutieren, frag mich, wenn wir dann auf dem Weg nach oben sind. So, zack, zack. Kannst mich da anfragen, wenn es drauf geht. Wir machen alles so kompliziert. Es ist nicht kompliziert. Und wenn wir an einen guten Gott glauben, dann glauben wir wirklich nicht, dass er seine Frau, seine Gemahlin durch eine Trübsalszeit hindurchschleusen muss. Welcher Bräutigam macht das? No. Gott ist viel besser als Menschen. Und er bewahrt uns vor dem Zorngericht. Hört die letzte Botschaft. Das war das Hauptthema dort, dass wir absolut sicher sind, dass wir dabei sind. Mit der Bedingung, dass wir an Jesus glauben. Das ist die einzige Bedingung. Aber heute geht es ja jetzt mal um den Zeitpunkt. Ich kann dir jetzt schon sagen, Jesus selber sagt, weder Tag noch Stunde weiß niemand. Nur der Vater im Himmel. Nicht einmal ich weiß es, hat er gesagt. Aber wisst ihr was? Wir können die Zeit erkennen. Und da gibt es in der Bibel wunderbare Gleichnisse, Geschichten, Hinweise, dass wir genau wissen können, es ist jetzt die Zeit. Wir müssen keinen Tag und keine Stunde, werden wir nie wissen. Aber wir sollen bereit sein. Er kommt, der Bräutigam kommt. Das ist ganz klar. Und was jetzt heute ihr hört, wenn du Bleistift dabei hast, ein paar Notizen machst, ist natürlich super. Weil wahrscheinlich muss man das ein paar Mal hören oder auch nachschlagen und sagen, das steht wahrhaftig in meiner Bibel. Sag ja nie, die da in der Victory sagen. Sag, das Wort sagt. Weil wir wollen nicht irgendetwas sagen. Du musst es selber glauben. Und dein Glaube beruht auf dem Wort. Okay? Nicht ich. Ich bin jetzt nur gerade ein Schluch, ein Kanal. Okay? Von seiner Salbung, von seinem Wort.
Aber es ist so ein spannendes Thema. Ich bin froh, dass ich nicht vor 3-4 Monaten irgendwie auf dem Herzen hatte, weil ich hätte das ganze Programm, was ich eben damals hatte vom Herrn auf dem Herzen, über den Haufen geworfen und gesagt, Herr, aber ich kann nicht warten, ich kann nicht warten, das muss ich jetzt bringen. Das ist so gut. Also Tag und Stunde kennt niemand. Okay. Jetzt gehen wir zu einem ganz wichtigen Hinweis und der wird uns so die ganze Botschaft hindurch begleiten. Und zwar steht das im 2. Petrus 3, Vers 8. Das ganze Kapitel oder fast das ganze spricht über Endzeit. Also bedenkt immer, wir nehmen nichts aus dem Zusammenhang raus und sagen irgendetwas, wo doch das Thema ganz ein anderes ist im Kapitel. Dieses Thema in diesem Kapitel ist Endzeit. Amen. Endzeit. Gut. Also hier steht, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Okay? Nicht in allem. Also in Bezug auf Endzeit. In Bezug auf Endzeit. Wir müssen beim Wort bleiben jetzt und im Zusammenhang bleiben. In Bezug. Jetzt werde ich euch eine kleine Geschichtsprobe geben. Das steht jetzt nicht in der Bibel, aber das sind biblische Facts. Und wir gehen zur nächsten Folie. Von Adam bis Abraham sind es 2000 Jahre. Von Abraham bis Jesus sind es 2000 Jahre. Von Jesus bis jetzt sind es 2000 Jahre. Das macht insgesamt 6000 Jahre Menschengeschichte. Alles klar? Das ist die Bibel, das habe ich nicht erfunden. Das sagt die Bibel. Wenn man sie liest, dann kann man diese Zahlen herausnehmen. Nächstes, was wir wissen müssen, in 6 Tagen wurde die Erde erschaffen. Am 7. Tag war Ruhetag. 6000 Jahre seit der Erschaffung der Erde. 7. Jahrtausend ist das Ruhejahrtausend, also das tausendjährige Reich. Jetzt sind vielleicht Begriffe da, die dir ein bisschen ungewohnt sind. Aber ich möchte euch allen noch anbieten, wenn wir länger als jetzt nur gerade diese Stunde überhaupt über dieses Thema noch sprechen möchten, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich weiß nicht alles, aber so viel, wie ich heute gebe, weiß ich schon. Okay, also dass wir mal zusammenkommen an einem Abend mit Fragen und so, da bin ich mir durchaus bewusst, dass es vielleicht nicht allen wirklich verständlich ist. Es kommt darauf an, wie viel du schon weißt über das. Aber das ist ein Fakt, dass es 2000 Jahre sind, von Adam bis Abraham, Abraham bis Jesus 2, Jesus bis jetzt 2. Wir haben 6000 Jahre hinter uns und wir wissen, dass in 6 Tagen die Erde erschaffen wurde. Du magst es jetzt glauben oder nicht, wir hier glauben die Bibel. Okay, wir sind jetzt keine Wissenschaftler, obwohl jede gläubige Wissenschaft wird irgendwie sagen, Gott hat recht. Gibt es? In 6 Tagen wurde die Erde erschaffen, am 7. Tag war Ruhetag. Also wenn also ein Tag eigentlich 1000 Jahre ist bei dem Herrn, und die Erschaffung, die 6 Tage, repräsentieren eigentlich die 6000 Jahre. Und wir wissen, dass nach 6000 Jahren das 7. Jahrtausend ist, das tausendjährige Reich, wo Jesus eben nach der Trübsalzeit mit uns, nach den 7 Jahren, auf die Erde zurückkommt. Und das tausendjährige Reich beginnt mit der Friedensherrschaft Jesu, wo kein Streit mehr wird sein. Keine Gefängnisse wird es mehr geben, keine Drogen, keine kranken Menschen, wo ein Kind mit einer Schlange spielt und mit einem Löwen spazieren geht, wo absolut Frieden herrscht, 1000 Jahre Friedensherrschaft mit Jesus und mit den Heiligen, die wir sind. Da
Das sagt die Bibel. Also ist absolut nicht meine Erfindung oder meine Meinung. Das sind Facts. Das sind absolute Facts. Also das siebte Jahrtausend, das wir eigentlich begonnen haben, ist eigentlich schon das tausendjährige Reich. Da sagt sie, aber wo ist es jetzt? Wir sind ja noch hier. Dort dieser Übergang mit überhaupt der Zeitrechnung, seit Jesus, wo wirklich, wo sie begonnen haben zu rechnen, weil seit Jesus wäre es ja 2000 Jahre, vorher sind schon 4 verflossen. Verstehst du es? Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Wo sie begonnen haben zu rechnen, unsere Zeitrechnung, dass wir sagen eben AD, also Anno Domini, nicht vor Christus, sondern nach Christus, haben wir jetzt heute 2017. Aber ich weiß, man weiß nicht genau, wann sie begonnen haben, ob es wirklich bei der Geburt ist von Jesus oder etwas später oder früher. Drum, aber Gott hat recht. Gott hat recht. Das sind mal einfach Facts. Also, wir befinden uns gemäß der Bibel am Ende der 6000 Jahre und am Beginn des 7. Jahrtausends, seit der Schöpfung. Anders gesagt, seit Jesus gekommen ist, sind es 2000 Jahre und wir sind im Beginn des 3. Jahrtausends. Oder unser Jahrtausend, das wir im 2000 begonnen haben, heißt das 3. Jahrtausend, ja? Auch in unserem Gebrauch ist das 3. Jahrtausend. 2017 ist im 3. Jahrtausend. Letztes Jahrtausend war 19 so und so, wo wir alle geboren sind. Das war das 20. Jahrtausend. 20. Jahrtausend. Gut. Jetzt wollen wir das irgendwie in der Bibel sehen und bestätigen. Okay, ich weiß, wer ein bisschen einnickt, ist okay. Du bist unter der Salbung, das ist alles gut. Ich habe kein Problem damit, weil es ist natürlich keine Schäfchenbotschaft und wir nur streicheln. Man muss wirklich jetzt voll dabei sein. Aber ja, ihr seid ja im Training, okay. Gut. Wir gehen jetzt mal zu Hosea 6, 2 bis 3, um das zu bestätigen, wie der Herr in der Schrift das alles versteckt hat und immer wiederholt und man sieht es immer und immer wieder. In Hosea 6 spricht es über das Volk Israel. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns ihn erkennen, ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Wie ich vorher gesagt habe, dass mit Israel umgehen hauptsächlich und sich um das Volk kümmern, hat er im Moment bei der Kreuzigung mal aufgehört, grob gesprochen, und konzentriert sich 2000 Jahre lang auf die Gemeinde, um die zu bauen und Kinder aus allen Nationen zu gewinnen. Und wenn er zurückkommt nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen, nach 2000 Jahren. 2000 Jahre, wo Israel nicht im Fokus stand, steht nicht im Fokus im Moment. Die Gemeinde steht im Fokus. Gott sagt, Gnadenzeitalter hört nachher auf. Bei der Entrückung hört es auf, das Gnadenzeitalter. Okay? Er dealt mit den Nationen im Moment. 2000 hat er Israel ein bisschen nicht verlassen. Jeder, der ihn erkennt als Messias, aber wir sehen ja, was alles abgeht. Auf jeden Fall, nach 2 Tagen kommt er und macht uns lebendig. Am 3. Tag, seht ihr die Formulierung, nach 2 Tagen, am 3. Tag, das ist sofort nachher, im dritten Jahrtausend wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben, weil der Plan, den Gott hat, wenn er wiederkommt, bei der Wiederkunft mit uns, ist für alle, auch für das Volk, mit dem Volk Israel zusammen. Halleluja.
Das ist diese wunderbare, die wir überlesen, die wir nicht wissen, dass verborgen blieb, so viele Jahrhunderte vielleicht. Nicht alle haben das gesehen, aber es ist ein Hinweis, wann er wieder kommt. Er kommt nach 2 Tagen. Er kommt nach 2000 Jahren. Er, der Messias. Okay? Gehen wir noch zu ein? Wir gehen. Ha, das ist so schön. Wir lesen Lukas 2, 41 bis 46. Aha, da steht es noch einmal, das haben wir jetzt erklärt. Wir gehen weiter. Das ist die Geschichte, wo Jesus 12-jährig ist und im Tempel gefunden wird. Und seine Eltern reisten jährlich ans Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Weiter. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Wie weit ist es? Wie weit waren sie weg von Jerusalem? Geh zurück noch einmal. Eine Tagesreise. Und sie mussten dann zurück nach Jerusalem. Also was? Noch einmal eine Tagesreise, 2 Tagesreise reisen. Die Juden, Maria und Josef waren Juden, waren 2 Tage ohne den Herrn. Die Juden waren 2000 Jahre ohne Jesus. Ist das nicht wunderschön? Und sie fanden ihn im Tempel, sie fanden ihn. Sie fanden Jesus. Die Juden werden Jesus finden. All das ist versteckt im Wort. Und ich sage, die drei, jetzt kommt da noch das Größte, die drei, die ich habe, es gibt viel mehr als das. Aber wir können ja nicht den ganzen Tag hier sein. Es ist so gewaltig. So gewaltig. Das ist ein Hinweis darauf, dass Jesus nach 2 Tagen wiederkommt. Nach 2 Tagen. Die Juden waren 2000 Jahre ohne Gott. Es ist ganz schrecklich, was dort, es gibt schon Gläubige. Aber es ist voll Religion und Tradition und sogar Okkultes, was sie machen, ist ganz wahnsinnig, was dort abgeht. Ganz wahnsinnig. Und Jesus hat das so verurteilt, als er da war und sie lehrte. Und weil sie nur das Gesetz folgen wollen. Nur das, die Religion und Tradition wird niemand zum Herrn führen. Es gibt messianische Juden, es gibt auch Gemeinden dort, das ist wunderbar. Und es gibt viele Gläubige, die immer wieder nach Jerusalem gehen, wieder nach Israel gehen und Solidarität zeigen mit ihnen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil es sind unsere Brüder schlussendlich. Und das Heil kommt von den Juden, sagt Jesus selber, oder? Wir sind nur so hineingeschoben, aber doch 2000 Jahre, wo sich Jesus exklusiv um seine Gemeinde kümmert eigentlich. Ist so, so gewaltig, so, so gewaltig. Glory, glory, glory. Wir gehen jetzt zu einem wunderbaren Geschichte, die ihr alle kennt. Und wir werden erst nachher dann die Slides zeigen. Ich lese die Geschichte, es ist die Geschichte vom guten Samariter. Kennt ihr alle? Ja, gut. Das ist im Lukas 10. 30 bis 35. Ich lese sie mal vor. Es sind nur 4 Verse. Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe. Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen.
Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Diese Geschichte, da ist sehr viel Offenbarung drin, auch von diesen nach 2 Tagen. Dieser Mensch, jetzt gehen wir zum ersten, genau. Dieser Mensch hier, genau, dieser Mensch repräsentiert für uns jetzt alle Menschen. Er repräsentiert natürlich Adam. Er ging auf dem Weg hinab von Jerusalem nach Jericho, geht's hinunter. Er fiel vom Himmel eigentlich in dem Feind, in die, dem Räuber in die Hand. Und der Räuber hat ihm einfach alles genommen. Wir, die Menschen, uns wurde alles genommen. Das heißt, der Satan hat uns beraubt, weil wir auf ihn hörten. Dieser Mensch repräsentiert die Menschheit eigentlich. Jerusalem ist ein Bild vom Himmel. Wir gingen hinunter. Bei Jericho war ein schrecklicher Ort eigentlich, von Räubern und so. Und von, die Religiösen wohnten dort. Es gab Priester und auch Leviten, die dort wohnten. Es war die gefährlichste Straße in ganz Palästina wegen diesen Räubern. Also es ist der Weg der Welt, vom Himmel weg nach Jericho, einfach ein blutiger Weg, ein Weg, den Gott nie bestimmt hat für uns. Wir sind alle gefallen. Das heißt, die ganze Menschheit ist gefallen, wegen diesem einen Fall ist die Sünde und der Tod durch alle Menschen hindurchgedrungen, wegen Adam. Das steht im Römer 5, Vers 12. Durch den einen kam das alles in die Menschheit. Okay? Ja? Der Mensch fiel unter die Räuber, wurde beraubt und verlor seinen Stand bei Gott. Das wissen wir. War geistlich tot durch die Sünde. Und das war eben eigentlich der Sündenfall, wird hier beschrieben, könnte man wirklich mit gutem Gewissen sagen. Jetzt Priester. Nächste Folie. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Diese beiden, Priester und Levit, repräsentieren das Gesetz. Sie repräsentieren das Blut von Stieren und Böcken niemals Sünde wegnehmen kann. Das wissen wir. Oder? Sie repräsentieren das. Es geht nicht. Sie gingen vorbei, weil es gar nichts genützt hätte. Jetzt, nächste Folie. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Es ist kein Zweifel besteht, dass dieser gute Samariter eben nicht Jesus repräsentiert. Er repräsentiert Jesus, der mit einem Auftrag kam vom Himmel. Amen. Er war auf einer Reise und er kam in seine Nähe. Das sehen wir in diesem. Kein Wort ist zufällig. Das ist nicht vom Menschen geschrieben. Menschen haben das wohl aufgezeichnet, aber die Inspiration ist vom Heiligen Geist. Das ist Jesus. Jesus ist auf seiner Reise mit einem Auftrag und kommt in die Nähe der Menschen. Nächste Folie.
Als er ihn sah und er ging hin, verband ihm die Wunden, goss Öl und Wein darauf. Jetzt haben wir etwas, haben wir auf der letzten Folie das noch einmal zurück? Ah ja, da, er hatte Erbarmen, das wollte ich noch sagen. Das Erbarmen, wir lesen immer wieder in den Evangelien, er hatte Erbarmen und ging auf die Menschen zu. Jesus hatte Erbarmen. Das ist so typisch. Das ist Jesus, okay? Das repräsentiert ihn. Jetzt nächste Folie. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden, goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. In diesem Satz ist so viel drin. Schaut einmal her. Er verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein. Das ist ein Symbol vom Werk des Heiligen Geistes, das er in uns vollbringt bei der neuen Geburt. Öl repräsentiert immer den Heiligen Geist und Wein eigentlich auch, weil es ist komplett sein Werk, wenn wir Ja sagen zu Jesus, dass er dieses Werk in uns vollbringt. Hob ihn auf sein eigenes Tier. Es ist sein Besitz, in dem er uns sofort versetzt hat. Er hat uns herausgerissen aus der Macht der Finsternis und gesetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in sein Reich. Halleluja. Führt ihn in eine Herberge. Die Herberge ist die Gemeinde. Die Gemeinde, die Gott geplant hat, damit die Schäfchen eben Fürsorge haben während diesen 2000 Jahren. Das alles siehst du da drin und er pflegte. Und er wurde gepflegt. Du wirst gepflegt in der Gemeinde. Du wirst gehätschelt und getätschelt und geküsst und weiß ich was, versorgt und dir wird geschaut. Und ja, die Pastoren sind einfach die verlängerten Jesus. Jesus war alles, Pastor und Lehrer und Evangelist und Prophet und alles, Apostel. Er war alles und er hat Gaben den Menschen gegeben, heißt es im Epheser 4. Als er auffuhr in den Himmel, hat er Menschen Gaben gegeben und dann kommt die Auflistung vom fünffältigen Dienst, die er vorgesehen hat, eben für die Gemeinde, um die Heiligen zuzurüsten. Glory. Also Herberge ist, praise the Lord. Jetzt die nächste. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wir wissen aus anderen Gleichnissen, eines ist im Matthäus 20, dass 1 Denar ist 1 Tageslohn. Diese 2 Denare sind 2 Tageslohne. Ich komme nach 2 Tagen wieder. Da haben wir den Hinweis auch. Jesus kommt nach 2 Tagen wieder. Mit ganz großer Bestimmtheit. Weil das 7. Jahrtausend ist das 1000-jährige Reich. Und die Zeitrechnung ist bei Gott festgesetzt. Wir sind jetzt nur an einer Schwelle, weil wir nicht genau wissen mit der Zeitrechnung wegen der Geburt Jesu. Das wissen wir alle. Das ist nicht ganz was das bestimmt haben, vielleicht nicht genau das Jahr erwischt haben, das jetzt früher oder später, aber wir sind an dieser Schwelle. Also, es ist so eindeutig, nach 2 Tagen verpflege ihn, ich komme wieder. Dieser Hinweis ist eindeutig, der Samariter ist Jesus, der Samariter ist gekommen, um uns von neuem geboren werden zu lassen durch das Werk des Heiligen Geistes, weil wir ihn angenommen haben. Er versetzt uns von der Macht der Finsternis in sein Reich, setzt uns auf sein eigenes Tier eben. Wir werden getragen von Gnade. Amen. Wir werden getragen auf seinem Esel, was immer das Tier war. Ist egal. Wir werden getragen von ihm. Und er gibt diesem Wirt alle Versorgung. Wenn es noch etwas gibt, was du noch auslegen musst, wisse, wenn ich komme, werde ich alles zurückerstatten. Das sagt unser Herr Jesus. Du gibst einfach die Mastercard. Haben wir eine Mastercard? Von unserem Master,
von unserem Herrn Jesus für die Gemeinde, das ist auch ein Hinweis, dass es der Gemeinde gut gehen soll und dass die Gemeinde immer versorgt ist. Halleluja. Halleluja. Das ist einfach absolut wunderbar. Am Schluss noch Markus 13. An jedem Tag aber um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Wie gesagt, ich habe auch nicht einen Tag, nicht eine Stunde. Alle, die sagen, ja, das könnte das Jahr sein oder so oder sogar noch präzisere Daten, hört nicht auf sie. Jesus selber sagt, nur der Vater weiß es. Aber auf der anderen Seite haben wir so viele Hinweise und ich habe auch nur einen kleinen Bruchteil heute vom Zeitpunkt gesagt, dass wir wissen können, es kann jeden Moment sein. Und es ist tatsächlich so. Halleluja. 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 Danke, Vater. Noch einmal dann, also die letzte Folie, die Entrückung, der Zeitpunkt, nur kurz gesagt, in 6 Tagen Schöpfung, am 7. Tag ist Ruhetag und die Entrückung ist dort zwischendrin. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory. Ich will kommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid dort, wo ich bin. Euer Herz erschrecke nicht. Ich glaube, das ist das wichtigste Wort von Jesus, was er gesagt hat für uns, dass wir uns nicht erschrecken lassen von den Umständen. Glaubt an den Psalm 91. Betet den Psalm 91. Er will die Seinen bewahren. Und die allergrößte Bewahrung wird sein vor diesem Zorngericht. Und darum heißt es dort dann, ich will dich herausreißen und zu Ehren bringen. Bin ich mir absolut sicher, dass unter anderem das auch ein Vers für Entrückung ist. Halleluja. Und darum sind wir aktiv. Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen und dass auch sie sich noch bekehren. Es werden Bekehrungen stattfinden, wenn wir weg sind, auf jeden Fall, weil der Heilige Geist ist immer noch da. Aber es wird dann sehr, sehr schwierig sein. In dem einen Buch, das ich ein bisschen genommen habe für das Studium von dem, ist ein Gebet drin hinten, falls du noch da bist, wenn wir schon weg sind. Falls du noch da bist und das Buch findest, wenn du noch da bist, aber alle, die Gläubigen sind nicht mehr da, dann bete dieses Gebet, oder? Und ich habe mich dann so gesehen, dass ich so einen Zettel schreibe und den vervielfältige, A4. Wenn du dich wunderst, wo ich bin, wir sind alle nicht mehr da, wir, die wir an Jesus glauben. Bedien dich bei meinem Schmuck. Falls du auch gerne möchtest kommen, dort wo wir sind, bete dieses Gebet. Das Übergabegebet an Jesus Christus. Es wird, das ist real, das ist also nicht Science Fiction oder so irgendetwas. Wir werden nicht mehr da sein. Okay? Das wird, ja, nächstes Mal von dem mehr. Oh, das wird spannend. Glory, Halleluja. Also es wird so gut. Dass wir das nicht genau wissen, ist nur der Grund, weil wir gar nicht mehr hier bleiben möchten, wenn wir wüssten, wie gut es ist. Sicher? Sicher. Wir hätten nicht mehr Lust, hier zu sein. Wir sagen also, hey, ich glaube, nein, das würde ich nicht machen. Ja? Wir würden nicht mehr hier sein wollen. Jeder, der mal schon im Himmel war oder so eine kleine Öffnung und dann wieder kommen muss, sagt, ich will dorthin gehen. Ich will nicht mehr da sein. Dort ist kein Leid. Dort sind keine Gefängnisse. Dort ist keine Krankheit. Dort ist kein krummes Wort. Dort ist kein Streit. Jesus regiert. Halleluja. Mit Menschen, die an ihn glauben, die aus freiem Willen ihm dienen. Wir sind keine Roboter. Halleluja. Lass uns aufstehen, wir wollen jetzt beten. Vater, wir danken dir
von ganzem Herzen für deine große Zuversicht, die du uns schenkst durch dein Wort, dass wir nie und nimmer Angst haben müssen. Herr, dass die Angst geht, das heißt, du sagst, die völlige Liebe, deine vollkommene Liebe, die du hast für uns, treibt alle Angst weg. Darum danke ich dir, Herr Jesus, wir jetzt gefüllt sind mit deiner Liebe, mit deiner Zuversicht, mit deinem Wort und mit deiner Festigkeit, dass wir hier die verbleibende Zeit wirklich standhaft sind, dass wir gerade erst recht dein Werk vorantreiben in dieser Welt. Oh, wir danken dir, Herr, dass du uns die Augen geöffnet hast und weiterhin noch öffnest. Danke, dass du jedem ganz individuell einfach begegnest und ihm erklärst, dass wir einfach mit dir zusammenkommen dürfen im Wort und vom Wort her so viel lernen dürfen, weil du bist das Wort, Herr. Du sprichst zu uns durch dein Wort. Wir danken dir dafür. Falls du diese Botschaft hörst, auf dem Internet oder sonst, und du kennst Jesus persönlich noch nicht, dann möchte ich dir helfen, dieses Gebet zu sprechen. Wir nennen es ein Übergabegebet an Jesus Christus. Wenn du an ihn glauben möchtest, wenn du glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist, wenn du glaubst, dass er alle deine Sünden vergeben hat, dann bete mir jetzt dieses Gebet nach. Vater, ich komme zu dir. Ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz für mich gestorben ist. Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, du hast mir vergeben. Ein für alle Mal. Danke, Herr, dass du mir alle Schuld genommen hast. Danke für ein neues Leben mit dir. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus.